Herzlich willkommen zu Episode Nummer 1 von Play at Home spielt Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Heute, das halte ich gerne rein, das halte ich mit Freuden rein. Das halte ich euch jetzt da ins Gesicht. Richtig, weil Olli hat mich mit der Legacy Collection so genervt. Ich muss jetzt einfach mal, hier steht auch Day One Edition drauf, wollte ich nur mal sagen. Ich muss jetzt einfach mal sagen, es ist nicht Day One. Doch, das wird der absolute, geniale, mega Hammer in der PS4-Ära, die Fortsetzung von Ground Zeroes. Ist der erste Mal ein chronologischer Rückschritt zwar, aber das ist dem Erscheinungsdatum geschuldet. Phantom Pain, ich freue mich. So, und jetzt darfst du dich freuen. Zeig mal ein bisschen Euphorie. Hey, alles aus Rache. So, ja. Das wird also. Ne? Das war's, ne? In unserer Reihe. Wir spielen es nämlich nicht on camera, wir spielen es off camera. Und nein, natürlich nicht. Okay. Wir sind am heutigen Tage nicht am Erscheinungstermin, so wie ihr das jetzt schon seht, im Video, sonst hätten wir es gleich hochgeladen. Nee, die Post kam nicht. Die Schufts. Die Schufts. Deswegen kam dieses Spiel auch erst später. Hättest du dir selber abgeholt? Vom Transporter. Na? Mein! Naja, und deswegen heute erst hochgeladen, aber not so schlimm, denn this is an amazing game and wahrscheinlich. Ja. Ich habe mir diesmal sogar, habe mir rausgenommen, also kein Spoiler, das ist einfach nur so allgemeines Gefasel gewesen, ein Interview von der Hideo Kojima. Dritter im Bunde. Genau, wo ein Statement. Guck dich an, was du sagst. Dazu, hallo. Wo er ein Statement dazu abgegeben hat und ja, ist halt auch sehr traurig oder beziehungsweise sehr mitgenommen, dass die Reihe endet. Und ich bin gespannt, was er daraus gemacht hat. Er meinte, die Fans werden nicht enttäuscht sein. Wir werden sehen. Das denke ich auch nicht, dass wir irgendwie enttäuscht sein werden. Für ihn war es ja auch, wie gesagt, nicht nur der Abschluss der Metal Gear Solid 3, sondern auch an sich der Metal Gear Reihe, denn er ist dann raus, sagen wir mal, nicht geflogen, aber sie haben sich schon getrennt, Konami und Kojima. Und von daher, naja, ist vielleicht ein bitterer Beigeschmack für ihn. 28 Jahre, ne, muss man mal festhalten. Und 10 Spiele. Es ist schon eine Leistung. Auf jeden Fall. Würde ich mal so sagen. Und eine auf jeden Fall der tollsten Reihen, die ich kennenlernen durfte. Wir werden sehen, was uns auf jeden Fall erwartet. Wir sind sehr gespannt. Wie gesagt, Metal Gear Solid 4 haben wir ja nun beendet und sind wieder zurück. Wer Ground Zeroes von uns noch gut in Erinnerung hat, darf sich darauf gefasst machen, dass es wahrscheinlich dann da anschließt. Ne? Ich glaube, der After-Credit-Scene von Ground Zeroes sind wir aufgewacht. Ne? Nee, sind wir nicht. Also es sind wirklich 9 Jahre vergangen. Wir haben noch gesehen, wie wir abgestürzt sind. Und es gab wieder Metal Gear-typisch diese Unterzeilen. Das Telefonat, das Abschluss oder Gespräche. Irgendein Gespräch. Ich habe aber auch nicht mehr wirklich im Kopf was. Okay. Ja. Und ich würde sagen, Markus fängt an mit Spielen und wir sind im Spiel, was auch gleich anfängt in, ja, gucken wir mal, was hier so passiert. Spannend für euch, ne? Ja. Wir bewohnen kein Land, sondern eine Sprache. Eines ist sicher, unsere Muttersprache ist unser wahres Vaterland. Jetzt. Emil Chiorin, rumänischer Philosoph. So. Oh.
which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time. Moin, ich bin wach. Siebst du Mampfen? Das ist meine Augen. Komm mal rüber. Mein Blick klart auf. Ihr seht, dass er nicht wach ist. Geh weg, Samuel. Bist du im Wachkoma und hast deine Augen immer offen und blinzelst. We has come to. We has come to. Geil. Das war eine kleine Einführungssequenz. Die man eigentlich so schon kannte. Glaube ich, aus Trailern oder so. Ja, okay, aus Trailern. Ja, selbst wenn. Ist doch nicht schlimm. Ja, du musst dran, ne? Genau. Und ich berühre jetzt mal die Options-Taste. Ja, mach das mal. Options. Ja, ja. Wir gucken erstmal, ne? Also, Steuerungstyp. Gibt's da bitte den vernünftigen? R1 ist Fernglas? Ja, es ist wie aus Ground Zeroes. Okay. Ja, das werden sie sicherlich noch mal im Spiel alles erklären. Ich habe nicht überlegt, ob ich einen anderen Stil einfach wähle, so einen Shooter-Stil, weil die Steuerung da bekannter ist. Du hast doch Shooter-Stil. Nee, ich hatte Action und habe jetzt auf Shooter umgestellt. Und wo ist Shooter? Das ist Shooter. Und was ist das andere? Action ist das, was eingestellt war. Da ist Nachladen auf dem Kreis und so und Shooter, da ist Nachladen halt auf Viereck und so kenne ich das eigentlich auch. Zum Beispiel. Also ich finde das angenehmer, aber wir können das zusammen entscheiden. Wir müssen ja beide spielen. Ja, ich guck mal, was ist denn noch anders? Warte kurz, das ist Action. Also es ändern sich nur die vier Tasten. Naja, aber Stellung ändern ist nicht mehr auf X dann, ne? Und das ist schon nicht Metal Gear typisch für uns. Schnell ducken. Interagieren X ist aber auch gewohnt aus anderen Spielen. Ja, aber nicht aus Metal Gear, wir spielen ja nochmal Metal Gear. Ich würde es so lassen. Stellung ändern. Weil das was ist dann schnell ducken? Ist es denn vier? Das brauche ich nie, weil Stellung mache ich ja mit Stellung. Nachladen ist ein Kreis und interagieren. Ja, ist klar. Und Kreis war ja auch bei Metal Gear Solid 4 nachladen. Naja, dann lassen wir es. Einverstanden. Ja. So, was haben wir noch? Steuerungsoptionen. Zielhilfe an. Zielperspektive behalten. Nicht, oder? Nee. Wechsel beim Ziehen einer Waffe. Ist zwei Plätze, drei Plätze.
Wechseln beim Ziehen einer Waffe. Zwei Blöße. Aber die Wechsel beim Drücken. Ach, okay, da unten steht die Erklärung. Sehr gut. Zwischen der Haupt- und der Nebenwaffe, ja. Zwischen Haupt-, Neben- und Unterstützungswaffe, aber drei ist besser. Na, ich. Was, wo, Unterstützungswaffe? Weil dann müssen wir sie nicht immer aus dem Rucksack oder aus dem Menü auswählen, sondern haben sie immer gleich auf der Schnelltaste. Ich finde das besser. Naja, es sind auch mehr Waffen, ne, die man switchen muss. Drei. Es gibt wesentlich schlimmere Sachen. Was gibt's denn noch? Rufbefehle ist rechter Stick. Rufbefehle, okay. Ja, sicher. Pferdesteuerung. Funksteuerung. Ja! Normal, oder? Ja, klar. Vibrationen an Controller-Lautsprecher. Ich finde sowas cool. Ja, aber das hört ihr nicht, jetzt die Zuschauer. Deswegen würde ich es ausmachen. Einfach nur, damit es alle hören, was dann wirklich an Geräuschen kommt. Wenn die Standard macht. Lass mal normal. Ja, ja, das passt alles. Geschwindigkeit 3, Schulter, Geschwindigkeit, Kamerawechsel. Joa. Anzeigeeinstellungen, Sprache soll Deutsch, Untertitel, Punkte. Passt. Was ist Prüfungsrekord? Passt alles. Verzeihung. So. Audiohilfe. Naja, gibt es ja anscheinend nur eine Einstellung. Spieloption. Schleichhilfe würde ich aber anmachen. Nee, lass mal aus. Weil wir wollen ja das Spiel eigentlich spielen, ohne mittendrin es leichter für uns zu haben, oder? Wenn du das sagst. Ja. Festlegen, ob der Reflexmodus bei der Entdeckung durch Feinde aktiviert wird. Abschluss einer Mission ohne Wechsel im Reflexmodus gibt es einen Punkt im Bonus. Ja, okay. Aus oder was? Nö, lass mal an, würde ich sagen. Und wir müssen es ja nicht nutzen. Also, das ist ja das Gute. Und noch Bildschirmhelligkeit. Darf ich die ein bisschen höher einstellen als 8? Weil ich finde es immer angenehmer. Habe ich schon höher gestellt. Die war auf 5. Also die war in der Mitte und ich habe sie schon höher eingestellt. Okay. Na dann, war's das. Und wir sind jetzt dann wirklich im richtigen Spiel. Viel Spaß. Bin gespannt, in Wiener Schnitzel. Aguizme. Da lebt sie überhaupt noch, ne? Fällt mir nur gerade so zeitlich ein. Aguizme. Can you hear me? Are you having difficulty speaking? Can you move your head? Just nod if you can hear me. Look up, please. Very good. How do you feel now? Can you speak? What is your name? When were you born? Can you recall? Ach, das ist wie bei Peace Walker, ne? Hießen wir da auch anders, ja. Naja, da haben wir uns mal Rolli genannt. Würde ich jetzt nicht machen, also. Aber auch nicht Snake. Nee, ich würde. Ja, aber eigentlich macht schon Sinn, oder? Ja, aber hä, na sicherlich, aber dann bleiben wir genau in dem, was das Spiel vorgibt. Ist das schlimm? Na, wenn wir die Option haben, wir werden sowieso Snake genannt. Das Spiel hat ja eine Story. Ja, dann mach von mir aus Play at Home. Es liegt vielleicht dann auch am Online-Modus oder immer mit anderen Spielen. Aber wie oben ist es okay. Ja, ich... Sonderzeichen werden nicht unterstützt. Standard, das heißt, du müsstest wahrscheinlich, genau. Ah. Na, groß machen kannst du es auch schon. Ach, das kann ich auf jeden Fall wieder. Gut.
Ach, es geht nur Januar? Wieso? Nee, sag du mal. Komm, wir denken uns eins aus. Ein Geburtsdatum. Ich hab jetzt einfach mal was. Ja, mach 11. Februar ein gutes. Sehr schön. Gut. Now then. Please try to relax. There is plenty of time. I need to tell you something. Please listen and try not to panic. You've been in a coma for quite some time. Yes, yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been 9 years. Damn it! Nosso coma! Nosso coma! Nosso coma! Nurse! Calm down! Calm down! Try not to panic! With Seme! Try not to panic! You'll be alright. Habe ich jetzt lange genug geschlafen? Just rest. How do you feel? Hallo, Schwester. It's been 1 week since you came to. Now, let's try getting you out of that bed. Nurse. Don't worry. You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages, CPM therapy, and EMS. Now, I need to explain something, but you mustn't be alarmed. 9 years ago, you were injured in an explosion. Upon examination, we discovered 108 foreign bodies embedded within you. In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone and human teeth. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located near your heart and in your skull. Look at this. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI, the metal, you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Mental and physical impairment are unavoidable. However, your current status is not life-threatening. One more thing. This X-ray is on your upper body. You better look now. Best to understand your situation sooner than later. I know it's difficult, but please look down. It's best to see with your own eyes. Be brave. No se coma, Grigor! Try to calm down! Calm down! Please! Calm down! It's gonna be okay! Yes, yes! Calm down! Yes. Yes. Was hat er da noch so? Genauso eine Hand wie dieser Typ aus Peace Walker, ne?